Ja, guten Morgen, liebe Freunde. Was läuft da beim Bauhaus hier heute Mittwochmorgen? Ihr könnt es vielleicht sehen. Güllefass angehängt. Ich führe Gülle auf meinen Winterweizen. So, schnell mal ein Kontrollblick nach hinten, bevor ich weiterfahre. Oben ist schön gefroren, gut befahrbar. No problemo. Ich gülle hier meinen, es ist Futterweizen, Sailor, der Name. Ihr habt es gesehen, ich gebe in jedes Fass 0,6 Liter Diadin rein, ein Stickstoffverzögerer, damit da die Gülle nicht ausgewaschen wird und im Verlauf des Frühlings dann umgewandelt wird. Also, der Diadin ist ein Stickstoffverzögerer und man muss 5 Liter die Hektare geben, unabhängig von der Menge der Gülle. Und ich habe jetzt gedacht, ja, 0,6 Liter, ich gebe 8 Fass, 8 mal 6 macht 8, ja, ungefähr 8 Fass die Hektare, 8 mal 16 Kubik, das sollte hinkommen. Ich muss da immer ein Präzisionsparking machen, nicht ganz optimal, um schnell ein Güllefass zu füllen. Ja, ich hätte die Pumpe in ein anderes Loch stellen sollen, da hätte ich vorne mehr Platz gehabt. Muss ich da immer reinzirkeln, verliert man Zeit. Und Zeit ist Geld. So, dann starte ich im Fass das Rührwerk. Das läuft jetzt da eine Minute. Gesperrt zum Rückwärtsfahren und mit dem Joystick ein Druck nach links. Und die Achse ist entlastet, das hintere Rad, die hintere Achse kann sich bewegen. Und so gibt es weniger Pneuabrieb und das Fass folgt viel besser der Spur des Traktors. Aber zum Rückwärtsfahren muss man die Achse blockieren, sonst steht die
die hintere Achse quer. Lässt sich nicht rückwärts fahren. Ja, liebe Freunde, ich habe gerade eine Anfrage bekommen von Flo ST, ob es keine Sperrfristen für Gülle gibt in der Schweiz. Gibt es auch. Wir dürfen nicht auf schneebedeckten Boden güllen. Nicht auf hartgefrorenen Boden, auch nicht. Und die Hand oder die Regel ist, kannst du einen Schraubenzieher durch den Boden reinstoßen, darf ich güllen. Und die Sonne kommt, es ist jetzt, denke ich, schon 10 Uhr oder mehr. Ja, es wird sofort dann feucht oben durch und beginnt zu drecken. Ich denke, sicher noch ein Fass, vielleicht noch zwei Fass und dann muss ich stoppen. Und dann fahre ich, dann mache ich morgen weiter, beende da das Feld, das sind 130 Aren, die möchte ich gegült haben, bis morgen. Also das heißt, in Kürze wird da auf der Boden aufgetaut sein und ich kann nicht mehr durchfahren und die Gülle kann in den Boden rein und wird nicht abgeschwemmt und ich gülle auf einem topfebenen Feld. Abschwemmungsgefahr ist null. Darum kein Problem und ich bin froh, wenn ich da meinen Gülleraum ein bisschen entlasten kann. Ich weiß ja nicht, wie der Frühling ist, wann ich das nächste Mal wieder güllen kann. Ich nehme die Gelegenheit immer wahr, im Winter, wenn es gefroren ist, Januar, Februar, einmal eine Gülle-Aktion zu machen. Da die Seilwinde wieder mal zum Zug. Und sie zieht gut. Gut repariert. Bin zufrieden. Ja, Sonnenuntergang. 7:05.